Ho, 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 ich begrüße euch total recht herzlich. Es ist der 24.12.2021. Ich höre ein weihnachtliches Hörspiel. Ich mache einen Videoclip für euch, weil ich mich bedanken möchte bei euch. Danke an alle Kunden, die täglich da waren, ein Jahr lang. Und bald kommt ein neues Jahr. So, zum ersten Mal möchte ich etwas machen. Habe einige Schauspieler gefragt und ich muss jetzt schauen, mit wem ich zusammenarbeiten werde. Es ist natürlich ein Imagefilm. Ich möchte euch zeigen, was wir als Ultra HD Web TV, das Medienhaus Nordrhein-Westfalen, alles so machen. Da wir rein Dienstleistung sind, wir produzieren natürlich auch selbst, seht ihr ja. Natürlich kann ich auch selbst produzieren, das ist richtig, aber ich wüsste jetzt nicht was. Ich werde die Schauspielschule in Bochum, werde Ralf Richter fragen. Ja, mal schauen. Wolf Möller, diverse andere. Nur muss das Budget stimmen, das ist klar. Filme machen ist nicht einfach. Filme machen für euch einfach drauf und so. Meiner einer hat schon eine Absicht und meiner einer möchte also auch gerne so arbeiten, wie man es gewohnt ist. Vor und auch nach oder hinter oder was weiß ich, an der Kamera. In 4K ist klar, aber die Absicht ist auch klar, Spaß. So, Spaß am Filmen, Spaß am Fotografieren, Spaß am Hobby und Spaß im Beruf. Alles auf einmal, ob das klappen wird, das weiß ich nicht. So, ich weiß ja, dass 1 bis 3 solche Videoclips sehen. Wenn ich jetzt es herstellen kann mit guter PR, mit guter Lobby YouTube, dann klappt natürlich auch solch ein Film, dann hat er auch eine riesen Reichweite. Nicht allzu möglich, weil das so ist, wie es ist. So, wir haben Weihnachten, 24.12.2021 und ich sitze vor meinem Blinky-Blinky-Baum. Ich wusste nicht, dass das so ist. Ich habe schon mehrfach auf den Auslöser gedrückt. Ich kann es mal eben ausmachen, das Blinky-Blinky. So, ausgemacht das Blinky-Blinky. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass es nur so blinkt. Da gibt es einen Modus. Ich mach mal an wieder. So, ich wieder an. Mal schauen, was passiert. Ich nahm an, dass er so bleibt, wie er ist. Aber ihr merkt, er blinkt schon. Dann gibt es hier einen Modus. Versuche ich mal. Ja, da habe ich Glück, dass er nicht blinkt wie ein Weltmeister. Okay, es ist Weihnachten und jeder von euch feiert Weihnachten. Meiner einer schon 62. Mal feiere ich Weihnachten. Diesmal nach vielen Jahren alleine wie immer. An sich feiere ich immer alleine, auch als Kind war ich alleine, weil wir immer ausgesperrt waren. Bis die Glocke ertönte, dann durften wir in diesen Raum. Ihr glaubt es kaum, dann war Weihnachten. Das erste Geschenk war eine Ritterburg, woran ich mich erinnern konnte. Es hat mir immer viel Spaß gemacht, Weihnachten mitzuhelfen. Wenn Vater die ganzen Lichter, der damaligen Zeit waren es ja Riesenkerzen, nicht so was Gebringtes da. Und die läuteten und ganz viel Lametta, ist ja klar. Und heute Blinky-Blinky-Baum etc. etc. Ich weiß nicht, wie ihr jetzt Weihnachten feiert, 24.12.21. Wie gesagt, man kann auch alleine für sich, man kann auch eine Videoaufzeichnung machen für andere. Man kann die ganze Welt daran teilhaben lassen, was man so macht. Bei TikTok, bei Snapchat, bei Facebook und bei WhatsApp. So. Da ich ja jetzt zum 62. Male Weihnachten feiere, das war jetzt eine Nachricht, erst wenn es wichtig ist, würde zusätzlich die Uhr noch piepen, dann wüsste ich, aha, das ist einer von meinen, mit dem ich zusammen bin. So, wenn es nur so piept, weiß ich, aha, irgendeine Nachricht von dieser Welt.
Da sind wir also auch schon online. Wenn wir eines Tages nur noch online Weihnachten feiern, ja, wenn die Kameras an sind, wir sitzen da irgendwo, keine Ahnung, wie man in 25 Jahren Weihnachten feiert, wenn ich drüber nachdenke, wäre ich dann über 80, ob ich über 80 noch vor der Kamera sitze und spitze und euch einen erzähle, weiß ich nicht. So, ich bin aber froh, dass ich an dieser Technik teilhaben durfte, seit 1969, 79 und jetzt. So, wenn das wirklich eines Tages ist, dass über Kameras sind, dass wir online sind, etc. pp. Im Moment sind wir ja in einem Zyklus, dass wir wirklich tatsächlich nicht mehr wir sind. Dieser Überwachungsstaat überall stehen, seinen Ausweis zeigen, seinen Impfpass zeigen, ist ja nicht mehr normal. Dieser Virusdiktator, der momentan herrscht überall, ein Virusdiktator, den ihr einfach blind annehmt, ja? Wie damals, lauf mal wieder, sei fit, ding, 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 ist der noch? Ja? Okay, Beanie Babys, Klickerkugeln, Heulrohr, Gier-Schuhe von Michael Jackson, die ganzen Stars, Elvis Presley, The Beatles und so weiter und so fort. Und jetzt? Jetzt sollen wir einem Virus frönen. Wir sollen einem Virus-Hype hinterherlaufen. Keiner von euch sagt nein. Jeder glaubt daran, dass er gesund sei. Du bist nicht gesund. Sobald du einen Fremdkörper im Körper hast, bist du nicht gesund. Und hör auf. Bleib auf dem Teppich. Okay? So. Ich bin neutral, ich bleibe neutral, dass ich es angesetzt habe, ist, weil ich tagtäglich 24 Stunden, 7 Tage die Woche damit zu tun, weil meine Kunden sind oder sind nicht. Sie sind gläubig oder nicht. So, in diesem Hause glaubt keiner, weil sind Moslems. Das ganze Viertel sind Moslems. Ich bin der Einzige hier, der einen Tannenbaum, ein Blinky-Blinky und Mützgen und Weihnachten feiert. Für sich. Für sich ganz allein. Natürlich besuche ich auch Menschen, aber nicht lange, ziemlich kurz. Ich freue mich, dass sie sich freuen über die Geschenke, die von Herzen kommen. Ja, man schenkt sich halt etwas. In einer Zeit, wo man an sich gar nicht mehr schenken braucht, weil jeder an sich hat. Ich drücke auf so ein Knöpfchen, dann macht es Ding-Dong. Hi, Amazon, ich grüße dich. Ein Smile in der Kasten, ein Lächeln und ich habe die Ware. Ob nun Blinky Blinky oder Mitzi Mitzi oder hier Sweatshirt. Oder Schuhe, egal. So, wir leben online. Ich sitze jetzt hier und bin dröge, weil wir haben Heiligabend. Und ich habe trotzdem dieses Video gemacht als Erinnerung, um später sich selbst daran zu erinnern, wie es war. Weihnachten 21.12.2021. Ich will hoffen, dass der 22.12.2021 im Vorgeschmack 24.12.2022 wird. So wie gesagt, da war wieder Piep Piep, aber wieder nicht einer für mich, weil wenn die Glocke dann nicht läutet, dann war das wieder eine Nachricht. So. Und bevor ihr mir da einschlaft, unterbreche ich das. Ich sage einfach nur Danke, okay? Ich sage Danke für alle Kunden, ich danke für alle Zuschauer. Mal schauen, also an alle, die ich angesprochen habe, Schauspielschule Bochum, Schauspieler, hauptberufliche Schauspieler, Legenden, muss mal schauen. Wie gesagt, 2022 habe ich was vor und ich will hoffen, wir bekommen es hin. Und bis dahin müssen wir noch warten. Okay, bitte warten. Ich melde mich. Wir drehen sicherlich erstmal einen Imagefilm über das, was wir anbieten. Schmeiß weg, habe ich schon. Und ja, das war's also auch schon. Ihr merkt, die Lustlosigkeit ist in dem Film, in diesem Clip, ist kein Film, in diesem Clip zu spüren. Die sogenannte weihnachtliche Lustlosigkeit. Tja, so weit sind wir schon gekommen.